komme da auch gar nicht durch. Wenn ich da nicht durchkomme, kann ich hier irgendwie... Ein stark beschädigtes Emitterfeld. Der Bot selber ist eigentlich ziemlich cool, nur habe ich ihn, glaube ich, noch relativ schlecht eingerichtet. Zu stark beschädigt, um repariert werden zu können. Und Dogmeat ist einfach mal durchgelaufen und hat Schaden genommen. Super Idee. Ich kann da auch durchlaufen. Ha! Na gut, durch den roten können wir wohl durch. Wir nehmen halt Schaden, ist okay. Mhm. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir müssen hier oben zum Fahrstuhl. Hier sind auch noch Robo hier, ne? Da drüben ist der Raketenwerfer-Typ. Oha, ich sehe gerade, ich habe auch ein bisschen Schaden genommen. Mal gucken. Ja, ich kann mich hier nicht ausruhen. Macht nix. Wir haben Heilung. Anwenden auf mich selber. Ich bin mir natürlich selbst der Nächste. Ist klar. Klar. Absolut. Klar. So. Ja, mit einem S und einem O. Ich glaube, jetzt habe ich mich wieder relativ gut regeneriert. Achso, wir nehmen mal. Wir haben ja schöne Granaten. Wir haben ja hier auch irgendwo, glaube ich, Impulsgranaten gehabt, ne? Pulsgranate. Mhm. Das finde ich doch mal gut. Da wir da hinten ja Roboter haben, können wir einfach mal gucken, ob wir da vielleicht mal eine Pulsgranate hinschmeißen können. Nee, können wir gar nicht, weil da so ein weißes, so ein gelbes Kraftfeld vor ist. Das heißt, ich bin hier gerade quasi fehl am Platz. Und müsste leider nochmal durch das rote Feld durch. Naja, passt. Schön ein Stimpack in den großen Zeh spritzen. Genau so dachte ich mir das. Ja, jetzt ist Dogmeat auch tot. Das Ganze war natürlich gerade völlig sinnbefreit, weil wir einmal raus und wieder reingegangen sind. Deswegen laden wir jetzt einfach, weil wir dann ja sowieso schon da stehen. Genau. Ja, also du hast einen neuen Kanal. Genau, ja. Und, also seit Samstag jetzt. Ja. Da ist auch, glaube ich, schon mindestens ein Video hochgeladen worden, ne? Ein Begrüßungsvideo und einen Beitrag habe ich bisher hochgeladen, ja. Und welches Spiel spielst du da derzeitig? Es ist kein Let's Play-Channel, sondern das ist tatsächlich was, wo ich kleinere Beiträge zu irgendwelchen kuriosen Sachen bringen möchte, die ich halt bei mir noch rumfliegen habe. Einfach mal, mich mal so ein bisschen auslassen möchte. Einfach mal ein bisschen experimentieren mit irgendwelchen Formaten. Ich werde zwar auch ab und zu mal Let's Plays zeigen, aber dann nicht gleich über mehrere Teile, sondern vielleicht nur so in Let's Show-Form. Ja. Was ich halt auch noch zeigen möchte, ist, ich hab diese Rubrik Gamer-Lektüren genannt. Ja. Das ist also sowas, wo ich ein bisschen Lesestoff einfach vorstellen möchte von Gamer, beispielsweise irgendwelche Comics beispielsweise zu Videospielen oder vielleicht irgendwelche Magazine, Sonderhefte, sowas vielleicht. Ich habe auch sogar einen offiziellen Spieleberater von Mario 64, so wie die damals geschrieben worden sind. So Sachen wollte ich einfach mal zeigen, mal vorstellen. Ja, das klingt doch, ich finde das nicht schlecht, das klingt gut. Ist halt alles relativ experimentell, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht was, was man einfach mal probieren könnte. Stefan hat ihn auch schon gesehen. Hi, Weehawk von da habe ich ganz schlecht geworfen. Von MacFraser X. Ich würde mich freuen, wenn du auch ein bisschen wieder auf den Chat achten würdest, weil ich habe da manchmal... Klar, ich achte natürlich drauf. Ich mach den... wo ist meine Maus? Wo ist denn meine Maus? Wo ist denn die Maus? Ich wollte den Chat gerade eigentlich größer machen. Mal gucken, geht's jetzt? Ja. So, zack. Dann kann ich auch ein bisschen mehr sehen vom Chat. Das ergibt vielleicht mehr Sinn. So, wir gehen... Anscheinend gar nicht, so wie es aussieht. Doch, gehen wir. Ach, wir kommen noch nicht hin, weil wir nicht genug Bewegungspunkte haben. Ja, genau wegen dem Jungen hier, weil der ständig Raketen auf uns schießt. Mhm. Genau, Andreas hat den originalen Super Mario 64 Berater auch noch. Oh, das ist cool. Unser Dogmeat ist gerade gestorben. Weil ich hatte den auch mal, aber leider irgendwann weggeschmissen und dann hatte ich mir den auf einer Retro-Börse letztens nochmal wiedergeholt. Auf einer Retro-Börse? Sowas gibt es? Das gibt es, ja. Das ist ja klasse. Das war in Mannheim, gab es eine dieses Jahr.
das war halt leider an einem Tag, wo es unfassbar heiß war, also fast 40 Grad. Okay. Und da waren auch nicht ganz so viele Leute dann da. Also da hat man also wirklich sehr viel noch abstauben können. Hallo Andi, der Aktive übrigens. Gerade reingekommen. Hallo, ja. Im Twitch-Chat diesmal. Ja, das ist, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Gibt's hier leider auf dem Dorf nicht so. Leider, weil das würde mich auch mal interessieren. Ja, ich kann hier wieder nicht ausruhen. Hier kann ich leider nicht ausruhen, deswegen muss ich mich jetzt hochheilen. Gut. Ja, Andi, Saria. Im Norden kenne ich jetzt auch, glaube ich, gar keine Retro-Börse. Ja. Im Ruhrgebiet sind noch zwei und sonst in Bayern ist noch eine. Terraria, leider gestern ist es ausgefallen. Wir wollten es eigentlich spielen, aber ja, hat dann leider nicht gepasst. Aber diesmal nächste Woche. Nächste Woche hoffentlich, ich kann mich hier nicht heilen, nicht mit dem Dings. Nächste Woche Montag hoffentlich dann wieder Terraria. Ja, da müssen wir auch noch einige schaffen bei Terraria. Hast du Terraria mal gespielt? Ich habe Terraria früher öfter gespielt, ja. Ach, so speziell 2000 sogar eigentlich viel. Okay. Ja. Du bist jetzt übrigens also hauptsächlich mit meiner Skype-Konferenz damals, aber. Du bist tatsächlich ein kleines bisschen abgehackt wieder, ab und an. Also ich denke mal, das kommt ab und an. Also ab und an kommt das und dann ist es wieder weg. Ja, ich merke es auch bei Hitbox gerade, das ist nicht so witzig wie beim letzten Mal. Oha. Ist deine Internetverbindung nicht so gut, wa? Sieht so aus. Ich hoffe nur, dass es ein bisschen hell geht noch. Ja. Alles klar, Andi. Dann danke trotzdem fürs Zuschauen. Guild Wars ist nice. Hab noch GW1-CDs neben mir liegen, die nicht gehen, weil der Account gehackt wurde. Ah, da kann Andreas leider auch ein Liedchen von singen. Aber mal ganz kurz, MacFraserX hat geschrieben, wir hatten auch einen Powerflash, haben den aber nie zum Laufen bekommen, weil wir einfach nicht wussten, wie das Ganze funktioniert. Wir dachten, das ist ein generelles Cheat-Modul für N64-Spiele. Das ist bezogen auf meinen ersten Beitrag, den ich auf Konsolenfrage gebracht habe. Zwar so ein Modul vorgestellt, was für N64 reingesteckt hast, und dann konntest du dein Gameboy-Spiel auf dem Nintendo 64 spielen. Ah, okay. Also original Gameboy-Spiel. Ja, cool. Dass die an dem Gerät halt nur leider nicht alle Gameboy-Spiele funktioniert und der Original-Sound konnte überhaupt nicht wiedergegeben werden. Okay. Und stattdessen haben sie dann irgend so eine nervige Pixel-Musik eingefügt, die wirklich alle 10 Sekunden geloopt hat und einfach nur schrecklich war. Wie, das ist ja doof. gerade im Twitch-Chat wurde gesagt, GW2 ist jetzt kostenlos. Das stimmt. Finde ich auch. Finde ich es gut? Ja, ich finde es gut. Ich habe das ja, seit es rausgekommen ist, habe ich es ja gespielt und auch gehabt. Spielst du derzeit aber leider auch sehr wenig mittlerweile, weil es einfach, wenn man es durch hat, also ich habe es ja noch nicht mal durch, das ist ja das Traurige, dann ist es irgendwann, also wenn man Level 80 ist, dann wird es irgendwann langweilig. Dann sitzt man da und weiß nicht, was man tun soll und das ganze Grinden fängt dann an. Und das ist das Problem bei den meisten MMOs, das Grinden, finde ich. Das ist irgendwann nervig. Wobei man tatsächlich bei GW2, also bei Guild Wars 2 sagen muss, die haben das eigentlich sehr cool geregelt, weil es gibt ja... Hast du Guild Wars 2 mal gespielt? Leider nicht, nee. Bei Guild Wars 2 ist es ja so, dass du keine klassischen Quests hast, sondern Events. Also es tauchen immer wieder Events auf, die... Moment, ich muss hier mal schnell aufs Spiel gucken. Ich fand immer diese Sprachgebrauch von GW2 ziemlich altbackend. Was genau meinst du damit mit Sprachgebrauch? Lagfarm und Hunderter der Welt holen, GW2-Logik. Ja, ja, also du hast halt, wie gesagt, du hast Events. Das heißt, es gibt zwar auch klassische Quests, sozusagen. Das ist dann aber so ein Herz über irgendeinem Charakter oder über irgendeiner Map. Und da wird dir aber schon direkt angezeigt, was du da machen sollst. Also du musst nicht erst zu einem Typen hinrennen, dann die Quest abholen und dann sagt er, töte 20 Wölfe oder sowas, so der Klassiker. Sondern du konntest direkt diese Quest anfangen und die wird auch, wenn du es dann geschafft hast, direkt abgeschlossen. Du musst halt nicht erst irgendwo hinlatschen. Der Typ kann dir dann irgendwelche Sachen geben, wenn du das dann geschafft hast. Das Ganze hat das, oder das Spiel hat das, oder das Ganze hat das Spiel, Entschuldigung, so rum, eine ganz neue Dynamik gegeben. Und ich fand die auch ziemlich cool, diese Idee.
auch dass das, es gibt auch einfach so Events, die auftauchen. Also du rennst halt durch die Gegend und auf einmal ist da irgendwie ein Event, weil irgendein Gegner sich gedacht hat, so, jetzt mache ich hier mal Stunk. Mhm. Ziemlich altbacken, genau, diese hochgestochene Wortwahl, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ach so, ja, das gehört aber zu Guild Wars dazu. Das ist ja ein Fantasy-Spiel, wenn man so möchte. Und was mich bei Guild Wars 2 gestört hat, war tatsächlich so ein bisschen die Charaktere, die es da gab, die waren für mich so ein bisschen austauschbar. Bei Guild Wars 1 die Charaktere, also es gab beim ersten Teil und auch beim zweiten Teil gibt es bestimmte NPCs, die wichtig für die Geschichte sind. Also nicht nur du bist derjenige, der die Welt rettet, sondern die gehören irgendwie mit dazu. Und beim ersten Teil hattest du von jeder Klasse einen Helden, einen NPC-Helden. Und der war irgendwie so markant, dass ich den mir gut merken konnte, gut einbringen konnte. Jeder hatte so seine Sachen, seine Marotten und was weiß ich nicht. Und das hatte er, das gab es bei Guild Wars 2 nicht so sehr, fand ich. Oh, ich habe immer noch Binding of Isaac. Schon wieder verpennt. Ich auch wieder nicht drauf geachtet. Irgendwann lerne ich es nochmal. Isaac hat sich aber ganz schön verändert heute. Ganz anders. Ja. Vielen Dank für die Info. So, das ändern wir doch gleich mal. Und kommen da zurück. Wie gesagt, ich fand's. Also Guild Wars 2 hat mir Spaß gemacht, definitiv. Nicht Azura nicht kleiner machen könnte. Ich will nur kleine. Ich frage mich, warum man nicht Azura, noch kleiner machen könnte. Denke ich mal, wie soll das heißen? Ich will nur kleine Charakter. Ja, die Azura waren auch cool. Aber erstmal zurück. Also, es gab halt Charaktere, so. Und die hatte ich mir beim ersten Teil sehr viel besser einprägen können. Weil die für mich irgendwie eine bessere Geschichte hatten oder sowas. Beim zweiten Teil hat die mich schon nicht mehr so sehr interessiert, die Geschichte. Das war irgendwie so, ja. Es gab auch damals Götter, die man anbeten konnte. Und die waren auch wirklich präsent dann, wenn du sie angebetet hast. Da kamen sie halt her, haben dir einen Buff gegeben, super toll. Mhm. Und die waren auch recht gut mit in die Welt eingebunden. Die Götter sind aber jetzt verschwunden. Das Guild Wars 2 spielt irgendwie, ich glaube, 100, 200 Jahre danach. Und die Menschen glauben aber immer noch an diese Götter. Aber gleichzeitig sind sie halt verschwunden und die wissen nicht, warum. Und die Drachen sind erwacht. Und wahrscheinlich denken sie deswegen. Und was ich da schade fand, die Götter sind immer wieder... Ja, Mac Fraser X. Entschuldigung, ich glaube, ich habe den Namen gerade falsch ausgesprochen. Danke für dein Follow. Und wäre super, wenn du später nochmal wiederkommst. Das spielen wir bestimmt immer noch. Bis später. Was ich sagen wollte, das war so ein bisschen austauschbar, beziehungsweise es ging halt so ein bisschen um eine Fehde innerhalb dieser NPCs und der eine war halt ein Feigling irgendwie, als es drauf ankam, waren die alle sauer und das ist so dieses, eine Fehde untereinander oder Streit zwischen Freunden kann ich sowieso nicht ab. Und deswegen war das für mich auch dann irgendwie doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schaue gerade hier, man sieht, ich scroll hier gerade ein bisschen durch. Ich glaube, das ist hier für uns tatsächlich uninteressant. Wir gehen einfach mal in die dritte Etage und schauen, was es da gibt. So, und die Götter sind halt auch nie wirklich wiedergekommen. Und das fand ich auch sehr schade, weil ich hatte eigentlich so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass man dann sagt, okay, die kommen halt durch gewisse Umstände wieder, wenn man jetzt irgendwie den Spielverlauf weitermacht, dass sie dann wiederkommen. Mhm. Nee, sind sie leider nicht. Und das fand ich, wie gesagt, sehr schade. Ja, ja. Oha, der hat schon einen Raketenwerfer und trifft natürlich und schiebt mich da durch die Gegend. Ich muss mal gucken, ich habe noch... Oha, das waren 40 Lebenspunkte. Das tat weh. Das tut weh, ja. 40 ist hart. Ja, hallo Sven übrigens. Quasi vom Bundestag. Ja, weiß ich nicht. Ich fand's, ja. Wie gesagt, geschichtlich fand ich dann GW2 nicht mehr so toll. Ach, da sind sogar drei. Den einen habe ich gar nicht gesehen. Aber okay, es ist halt so. Trotzdem hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich tut's das auch immer noch, wenn man das so möchte. Also ich find's ab und an spiele ich es dann doch nochmal gerne. Mhm. Ja, egal aus welcher Galaxie du stammst, das hat bestimmt wehgetan. Ja, vor allem, ich habe ein bisschen Angst, weil der steht da schon wieder und der könnte mir gleich richtig einen reinballern.
Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt rausbewegen sollte, um den einen reinzupulen oder zu heilen. Ich glaube, ich heile mich lieber. Ja. Nicht besser. Heil mich. Und bewege mich mal hierhin. Wobei ich jetzt natürlich nicht mehr ins Inventar kann, aber das ist okay. Ja, GW2 ist das Thema, genau. Jetzt hast du erstmal Schaden bekommen, du Depp. Das Dumme ist jetzt bloß, jetzt steht der Depp vor mir. Jetzt muss ich den erstmal ausschalten. Schön auf die Augen. Kennen wir noch vom letzten Mal, Augen tun immer weh, wie man gerade gesehen hat. Also, ja, ganz kurz nochmal, Guild Wars 2, macht Spaß. Gebt dem Spiel eine Chance, es ist jetzt kostenlos. Spätestens da sollte man dem wirklich eine Chance geben. Ja. Genau, kostenlos übrigens, wie schon gesagt wurde, wegen dem Addon. Weil das Addon... So, jetzt kann ich mich erstmal vernünftig heilen. Also die Leute von, ich glaube ArenaNet war das, die Hersteller, ich verwechsel die immer, haben gesagt, okay, wir wollen halt... Ja, das System von Wiederbelebung ist auch super. Jetzt habe ich gerade Gedankensprung. Das finde ich auch super. Du konntest damals, gab es sogar Belohnung dafür, oder es gibt es immer noch. Du kriegst halt Erfahrungspunkte für jeden Scheiß. Wenn du Gegner tötest, wenn du Sachen entdeckst, wenn du Mitspieler wiederbelebst, kriegst du auch Erfahrungspunkte. Mhm. Und allein deswegen belebst du einen schon wieder. Damals gab es, und es gab sogar auch Erfolge dafür, dass du jemanden wiederbelebst. Ah. Da hatte man dann auch die Lust dazu, jemanden wiederzubeleben. Finde ich. Also dann war das schon ein bisschen interessanter, sage ich mal. Mhm. Genau, die Leute haben gesagt, okay, wir bringen ein Addon raus. Und da wir das Hauptaugenmerk, jetzt hat er mich natürlich wieder getroffen, auf das Addon legen wollen und nicht darauf, dass ihr erst noch ein anderes Spiel kaufen müsst, damit ihr dieses Addon überhaupt spielen könnt, kriegt ihr Guild Wars 2 kostenlos. Ist natürlich für die Leute, die jetzt das Spiel schon gekauft haben, ein bisschen blöd vielleicht. Oh, ich habe noch 3 Lebenspunkte. Das wird jetzt knapp. Aber man muss dazu sagen, ich speichere erstmal, dass du natürlich auch hier in dem Falle, wie bei WoW glaube ich auch, du kannst es kostenlos spielen. Du kriegst aber Begrenzung, also eine Beschränkung rein. Du kannst halt nur, ich glaube, nur 2 Taschen statt, ich glaube, 5 oder 6 bekommen und lauter solche Schätze. Also es ist schon noch eine Begrenzung mit drin. Aber, beziehungsweise, die kannst du natürlich, wenn du das Spiel selber kaufst, kannst du die natürlich wieder rausnehmen. Und das Spiel selber ist auch recht günstig zu haben. Es ist in letzten Zeiten, in den letzten paar Male ist das für einen 10er rausgegangen. Und auch da finde ich, das ist ein Preis, den kann man dann vielleicht mal zahlen. Ja, richtig.